Naja, ich wiederhole mich nochmal von Anfang an. Wir haben heute mit der Villa während des... Naja, während unseres Essens gesprochen und sie behauptet, dass sie anwesend war, wie du dich Nebelklangs entledigt hast, und das müssen wir beide nochmal besprechen, was da genau vorgefallen ist. Jeder hat bitte was getan? Ich bitte auch. So oder so, erst einmal müssen wir die wohl loswerden. Also, Raphim. Ja. Das scheint doch offensichtlich, was hier für ein Spiel gespielt wird. Die Marixes spielen das Spiel, was auch in der Heimat gespielt wird. Aber da gehe ich auch von nicht, aus. Dass du nicht solchen Lügen auch nur im Ansatz glaubst. Naja, deswegen sollen wir ja drüber reden, ob du weißt, keine Ahnung, wie so die Frau darauf kommt oder was wir jetzt am besten machen. Deswegen reden wir ja drüber. Ich dachte nicht, dass ich den verdammten namenvollen Nebelklang nochmal hören muss. Ich habe mich gefreut, als er weg war. Wirklich kompetent war er nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, wir haben ihn in den Kunchum verloren. Genau dann, wann Marix auch weg war. Und die sagt jetzt gegen mich aus. Nee, die sagt jetzt nicht mehr gegen dich aus. Die ist ja tot. Angeblich tot. Richtig, ach, also zumindest im... Naja, während wir heute essen waren, hat sie gesagt, dass das so war. Aber das werden wir an einem späteren Zeitpunkt nochmal besprechen, wenn wir da mehr Zeit für haben. Jetzt ist die Frage, willst du dich denen stellen oder willst du von ihr verschwinden? Die wollen einen Diamantus Monterey haben, was? Die wollen dich haben, ja. Ja, was heißt mich? Ich hab keinem von dem schon mal in die Augen geblickt. Und wenn Herr Villa tot ist, den anderen Marik sehen, habe ich noch nicht, bin ich noch nicht. Naja, aber das unter ist die Stadt gerade hier vom hochmarkgraflichen hier. Vondrigan Paligan. Ja, richtig, der da. Nun, umso besser, dann könnte sie ja einfach mit selbiger Begründung fortscheuchen. Ja, aber die werden jetzt hier gleich raufmarschieren, es sei denn, wir werden die angreifen. Ja. Das wird passieren. Deswegen meine Frage, willst du dich denen stellen oder willst du von ihr verschwinden? Ich habe es ihm bereits vorgeschlagen, aber es scheint mir, dass der Mann das Wasser gerade noch scheut. Ja, wo ist denn Tekala? Ja, auch nachvollziehbar. Hol doch irgendwann mal Tekala hierher. Braucht ihr Rat bei einem Sklaven? Nein, Abelmir, ich glaube, das Tekala Wichtigste... Tekala ist nicht mein Sklave. Das Wichtigste ist jetzt... Abelmir, du kennst dich vor Gericht von uns am besten aus. Du standest jetzt schon wie häufig vor Gericht. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich gebe euch, wenn Diamantis vor Gericht gestellt wird, er wird erstmal ins Gefängnis gesteckt. Dann wird ihm ein Prozess gemacht. Und dieser Prozess kann sich über Wochen und Monate hinziehen. Ja, aber ich wollte... So viel Zeit haben wir nicht. Spezifisch ja. Eure Meinung hören, weil ihr die Person mit dem besten Rechtsverständnis seid. Aber mir, was sollte Diamantis eurer Meinung nach tun, jetzt in dieser Situation? Nun, er kann sich offensichtlich nicht stellen, wenn er unserer Truppe angehören will. Kommt endlich raus da! Naja. Ihr glaubt mich doch nicht, dass ich mich dem verdammten mittelreichischen Recht unterwerfe. Dann springt ihr jetzt in das verdammte Hafenbecken. Je länger wir hier rumsitzen, desto komplizierter wird alles. Hinfort mit euch. Hier, trinkt das. Was? Wird euch dabei helfen, nicht zu erfrieren. Trinkt es. Gut. Haltet vorher die Luft an. Wir treffen uns dann beim Lagerhaus. Ihr wisst, wo das ist? Ich hasse diesen Plan. Ihr habt einen Stundenglas Zeit. Nun, ihr könnt euch auch stellen und nun ja einige Monate im Gefängnis verbringen, wenn ihr wollt. Aber mir, wie sind denn die Gefängnisse hier? Um Himmels Willen, nichts davon ist gerade relevant. Hinfort mit euch. Ja, dann gib her. Naja, du solltest auf der Seite rausspringen, wo sie nicht stehen. Ja, durch das, am besten durch das Auge in der Kombüse. Ich lege noch ein Silenzium auf ihn, dass er, wenn er hervorragender Plan, ich hab's mir auch gerade gedacht, auftrifft, nicht ein Geräusch macht. Ja, dann ist das egal, dann kann ich ja auch einfach überall ins Wasser springen, solange da nicht beleuchtet ist. Das war der Plan. Du bist für die nächsten 12 Stunden gegen jegliche Art von Kälteschaden geschützt.
darauf ein, dass es vermutlich nicht gegen einen Frigifaxus hilft, aber wer hat den? So, 5 Minuten. Gut, und dann geht er, weil... Ja, alles klar, kein Problem. Also er trinkt den Trank, ist gegen Kälte geschützt und springt dann mit dem Silenzium über Bord. Währenddessen könnt ihr auf der anderen Seite sehen, wie dort zahlreiche Fackeln angezündet worden sind. Also das Hafenbecken ist wohl auch schon etwas erhellt und die werden dann noch die restlichen 15 Minuten warten, es sei denn, ihr trittet vorher nach draußen. Naja, ich werde jetzt... Ja, das würden wir machen, oder? Ich würde jetzt hier hingehen, suche mir irgendeinen Gardisten, am besten einen Alanfanischen. Also ich würde 3 Minuten warten, damit ich ein bisschen Vorsprung gebe. Ja, einen Dukatengardisten, ne? Ja. Diamantis muss irgendwo auf diesem Schiff sein, sucht ihn. Wir werden ihn finden. Mach die Männer wach. Und mit diesen Worten würde ich zu unserem Schützenregiment gehen. Diamantis muss irgendwo hier noch sein. Ich habe ihn oben nicht gefunden. Such den. Jawohl. Und jetzt müsste ja unser Schiff in Aktivität explodieren. Ja, also auf alle Fälle wird auch die Schiffsglocke geschlagen. Antreten zur Zählung! Es sind nicht alle da, weil ihr liegt im Hafen und es gab keine Befehle. Aber also die Matrosen sind zumindest von Bord gegangen. Eine Rumpfmannschaft ist noch da. Es ist also weniger Bewegung als sonst da, aber die Schiffsglocke wird geschlagen, Fackeln werden angezündet und dann werden die Leute suchen und suchen. Und dementsprechend wird die Perikumer Stadtgarde da eben auch gespannt drauf warten, was diese ganze Untersuchung dann zutage bringt. Also die werden jetzt auf alle Fälle erkennen, dass ihr euch auch quasi drum bemüht. Verzeihen die Herrschaften, wir scheinen unseren Geschützmeister temporär verlegt zu haben. Naja, ich vermute, dass er irgendwo im Hafen ist. Oder er hat ja in irgendeiner Spelunke hier. Ja, er hat einen nicht gesunden Hang zum Alkohol. Das ist eine Sache, die aber, das wollen wir jetzt nicht breittreten. Vielleicht solltet ihr da mal nachschauen. Sagt einmal, Hauptmann der Wache, wurde die Leiche dieser Hivilia schon obduziert? Sie wurde nicht obduziert, dazu weiß ich nicht. Ich habe von meinem führenden Offizier mitbekommen, dass sie tot aufgefunden wurde und dass sie wohl nicht unbedingt einen Abschiedsbrief, aber zumindest ein paar letzte Worte verfasst hat, die sehr wohl von der Furcht vor Diamantis Monterey künden. Ich möchte ihr gerne eine Zeichnung für die anfertigen, wie Diamantis aussieht. Mein mangelndes Talent ist dabei nicht zu leugnen, ich würde es aber trotzdem übergeben. Es sieht vermutlich eher aus wie eine Strichzeichnung mit einer Zigarre im Mund. Wartet, ihr habt den Schnurrbart vergessen. Ja, aber ja. Also es sieht schon so aus, als hätte Rafim sich Mühe gegeben, er kann es halt nur einfach nicht. Er verzieht so ein bisschen das Gesicht, du bist halt kein Eldan Gorbos, steckt sich das dann gefaltet an seinen Gürtel. Wir werden auf alle Fälle dafür sorgen, dass er dieses Schiff nicht mehr betritt. Wir lassen eine Rumpfmannschaft von 5 Leuten zurück und werden dann nun die zahlreichen Tavernen patrouillieren. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass solltet ihr einem Mörder Unterschlupf gewähren, dann wird euch auch das Strafmaß in voller Härte treffen. Ja. Wir setzen Tekala ans Hinterfenster, der soll da aufpassen mit einem Seil, falls Diamantis irgendwann wiederkommt. Die Kapitania ist jederzeit für euch ansprechbar. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt in meiner besonderen Aufgabe, verliehen durch den Markgrafen Rondrigan Paligan, einige Untersuchungen anstellen. Wenn ihr mich also entschuldigt, Mannschaft, mitkommen. Und dann würde ich mit Rafim, Serpentilio... Ich würde die Männer noch eben abtreten lassen, weil die vermutlich in voller Formation stehen. Und wenn jetzt keiner was sagt, bleiben die da ja stehen. Serpentilio denkt einen Moment lang drüber nach, ob er jetzt die Kapitania stören soll, aber lässt es dann vielleicht doch lieber. Mein Lord Basaltforst, Zählung abgeschlossen. Diamantis ist nicht unter den Männern. Naja, das ist mehr als enttäuschend. Sorgt dafür, dass er die restlichen Männer wieder aufs Schiff bekommt. Und die Matrosen sollen die sich nicht mehr so besaufen. Wir müssen vielleicht schnell auslaufen, vorausgesetzt, er taucht hier wieder auf. Und wenn er nicht wieder auftaucht, will ich das auch wissen. So verstanden. Wunderbar. Boltax. Wo du jetzt Hochinquisitor Gronerian Paligans bist, sollte ich meinen Bären mitnehmen? Ist das eine angemessene
Oder hältst du das für keine gute Idee? Ich glaube, es würde vielleicht zu etwas Panik in der Stadtbevölkerung führen. Außerdem wollen wir Mira doch nicht durch irgendwelches Unwasser geschädigt wissen, oder? Zudem wissen wir nicht, wie tief diese Höhlen sind, wie breit diese Höhlen da durchkommt. Mira kann gut schwimmen. Naja, ihr habt recht. Ich wollte nur mal fragen. Sie hat ja auch ein bisschen. Dann gehe ich nachher nochmal mit ihr raus. Aber ja, wir sollten aufbrechen. Ihr habt nicht Unrecht. Was brummt denn hier so? Diamantis, ich brauche von dir keine Schwimmprobe, aber eine Konstitutionsprobe plus 9. Und glücklicherweise bekomme ich durch meine Wunden keine Abzüge auf Konstitution. Das geht auf die 11, ist mit der 2 geschafft. Du hast Konstitution 20 mit dem Gurgelum. Krass. So ist es. Ja, du schwimmst durch den Hafenbecken bzw. dem Dapat, dem Strom entgegen, der dann hier ja noch Süßwasser ist, aber immer mal wieder hast du das Gefühl, als würde es irgendwie glitschig feucht unter dir sein. Gut, klar, du bist sowieso im Wasser, aber das sind wohl Algen oder so etwas, was da unter dir schwimmt. Zumindest hast du das Gefühl, als würdest du von irgendeinem Tentakel gegriffen werden und immer mal wieder kannst du aus dem Augenwinkel ein paar tote, treibende Fische erkennen. Wenn du dann die Strecke zurückgelegt hast, ziehst du dich an einem der Holzkais wieder nach oben, an einem der wenigen dümpelnden Schiffe hier und spürst schon so ein Stechen im Brustkorb. So ein bisschen kurzatmig bist du wohl auch, ob das jetzt an der Kälte liegt, an dem Trank, an deiner Wunde mit dem offenen, klaffenden Rücken, an dem Blutverlust, du weißt es nicht genau, aber du fühlst dich tatsächlich leicht kränklich. Ja, diese Bolzen haben Diamantis schon einen ziemlichen Dämpfer versetzt. Die Zeit mit dem Gurgulum jetzt wieder um den Hals, was ihm fast schon übermächtig wirken ließ. Und jetzt hastet er sich eilig durch die Gassen, noch völlig nass. Jedoch zu seinem Glück hat er den Ifritz-Trunk runtergekippt. Und somit spürt er noch von der Kälte nichts. Und versucht zum Lagerplatz zu kommen. Ja, die anderen sind wohl noch nicht da, die brauchen wohl sicherlich noch ein bisschen. Du kannst 4 Wachen davor erkennen. Alles Frauen, die da im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen wohl aufmerksam trotz der Stunde und der Jahreszeit stehen und sich da nicht mit Würfeln ablenken, sind einfach vielleicht besser bezahlt. Und wenn du dich dann so ein bisschen abstürzt an einem der verschiedenen Balken in der Dunkelheit, wie gesagt, die Kälte ist es gar nicht, aber du schwitzt. Du bist kurzatmig und dein Herz rast, du schwitzt unglaublich. Ich brauche sicher nur einen Augenblick, sagt Diamantis, während er sich in eine abgelegene Gasse gegen die Wand auf dem Boden gleiten lässt. Darauf abgesehen, dass er nicht in Sichtweite der patrouillierenden oder dort Wache habenden Wachen ist und schaut nach oben in den Himmel und wartet, während er zu sich selbst spricht. Wie ist es eigentlich so weit gekommen? Ach, weil Rafim da ist. Wir brauchen Rafim nicht. Wir können ja auch so helfen. Du weißt, es geht zu Ende, oder? Gar nichts geht zu Ende. Das ist ein Rückschlag. Ich habe noch vieles vor. Wir haben noch vieles vor. Ich kann dir helfen. Auch mit den Wunden und den Krankheiten, die dich überkommen. Du musst mir weiter vertrauen. Ich hab dir immer nur Gutes gewollt. Ich weiß viele deiner Vorschläge zu wertzuschätzen, aber manchmal gehst du einfach zu weit. So weit will ich nicht gehen. Bitte, du musst mir helfen, ich bin völlig entkräftet. Du guckst ihn dir an, du siehst wohl, dass er genauso zittert, seine Lippen sind blau, seine Zunge ist blau. Er hustet immer mal wieder, oder dieses Keuchen ist sowieso bei ihm normal, aber du hast so ein bisschen das Gefühl, er holt so ein kleines Taschentuch hervor aus Stoff und hustet einmal rein und zeigt dir dann den blauen Auswurf.
blau-violett. Ich bin krank. Du bist krank. Wir werden sterben. Du musst weitergehen. Geh einen Schritt weiter und lebe. Aber spürst ich habe die noch Schmerzen Zeit. In deinem Kopf? Die Schmerzen in deinem Brustkorb? Sie werden kommen. Sie müssen kommen. Ich habe noch Zeit. Ich kann hier noch sitzen. Aber du kannst dann noch durchatmen. Nicht vertrauen. Ich habe Serpentilio noch nie vertraut. Dann sag mir, wie können wir weitergehen? Ich kümmere mich erstmal darum, dass Serpentilio keine Kontrolle hat. Dieses Ding um deinen Hals, es ist gefährlich, solange er die Kontrolle hat. Und er glaubt, er hat die Kontrolle, aber ich kann uns die Kontrolle geben, wenn du willst. Du hast mir schon gesagt, dass du das kannst, aber... Ja, aber es kostet mich Kraft. Du hast diese Kraft für mich, du musst einen Schritt weitergehen. Ist es denn wirklich der richtige Zeitpunkt? Wird er nicht wissen, dass er nicht mehr die Herr dieses Dämons in meinem Hals ist und misstrauisch werden? Nicht, wenn du mich fragst. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Und so könnt ihr anderen herantreten. Das Lagerhaus war doch relativ einfach zu finden. Da sich am Wasser befindet und auch all die Lagerhäuser, gerade von den großen Reedereien, dann noch ausgeschildert sind, könnt ihr Diamantis in einer der Ecken kauernd finden, zusammen. Ja, also es ist nicht wirklich die Kälte, er hat ja diesen Iffens-Trunk getrunken, aber trotzdem, vielleicht fabuliert er da in seinem Fieberwahn, zumindest führt er Selbstgespräche. Und wieder, Diamantis? Du sprichst schon wieder mit jemandem, der nicht da ist? Ja. Boltax, aber mir. Ja. Diamantis, er löst sich auf. Du siehst furchtbar aus. Manchmal braucht man eben Gesellschaft. Und gleich wir konzentrieren uns auf das Wichtige. Ja, wir sollten tatsächlich hier nicht rumstehen, sondern uns jetzt um unsere Probleme kümmern. Da vorne stehen vier von denen. Das Frauen. Aber scheinen wohl ziemlich wachsam zu sein. Nun, wir haben ein Schreiben. Ja, das ist korrekt. Lass mich das machen. Schickt sie weg, damit ich wieder in den Boden kriechen kann. Ja, ich würde vortreten mit meinem Schreiben. Guten Abend, die Damen. Ah, Oran mit euch. Wer seid ihr? Kein Schritt weiter. Immer mit der Ruhe. Die Reederei hat geschlossen. Nun... Ich bin Boltax, der Zwerg. Auf Dekret des Rondrigan Paligan, Markgraf von Pericum, bin ich bestellt zum außerordentlichen Inquisitor. Ich würde dabei einmal das Schreiben herausnehmen und der Wachhabenden vorliegen. So. Und was möchte der Markgraf mit unserer Reederei? Beziehungsweise der Felswegner? Geht weniger um die Reederei, sondern das, was darunter ist. Wir müssen einen Zugang zum alten Nebachrot finden. Dieser scheint unter der Reederei verborgen zu sein. Nicht, dass die Reederei etwas damit zu tun hat. Ich bitte euch daher, mich und meine Begleiter bis zu diesem Zugang zu geleiten, sodass wir unbehelligt in das alte Nebachrot hinabsteigen können. Nun, ich weiß zumindest nicht von einem Zugang nach Nebachrot, aber vor ein paar Tagen war zumindest jemand hier, der hatte sich ähnlich wie ihr als Inspektor aufgeführt und... Der wollte sich bei uns die Lagerräume angucken. Hat das damit was zu tun? Das ist gut möglich. Wir sind auf der Jagd nach Paktiran, aber pssst, nicht verraten. Möglicherweise war besagte Person, die sich die Lagerräume angeguckt hat, ein Paktirer. Denn es gibt Informationen, die darauf hinweisen, dass im alten Nebachrot Dinge vor sich gehen. Könnten wir die Lagerräume jetzt sehen? Es ist wirklich dringlich. Ihr wisst... Ihr und wer noch? Nun... Wenn ich einmal vorstellen dürfte, dies sind meine mir anvertrauten Begleiter. Dies ist die Basaltfaust Rafim.
Ja, schön euch kennenzulernen. Wir haben es ein wenig eilig, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr auf eine Vorstellungsrunde besteht, können wir natürlich gerne weitermachen. Nein, nein, ich brauche jetzt keinen Namen von euch. Zumindest euren habe ich hier. Aber das muss ich auf alle Fälle melden. Dann tut das. Selbstverständlich. Ist Trautmann Felswegen bekannt, dass sie kommt? Nein. Dies ist eine Überraschungsuntersuchung. Okay, niemand erwartet die Inquisition. Das ist richtig. Ich kann euch in die Lager, sie sind direkt hier nebenan, da kann ich euch hinführen, aber macht uns bitte keine Probleme oder schließt diese Reederei, dann bekommen wir eine Menge Ärger. Nein, das habe ich eigentlich nicht vor. Sofern denn alles entsprechend Praios Willen hier vor sich geht, nicht wahr? Du solltest solche Sachen nicht in den Mund nehmen, wenn du sie nicht meinst. Macht euch keine Sorgen. Die Alarmwisse werdet ihr gar nicht merken, dass wir hier gewesen sind. Ja, wir sollten uns jetzt trotzdem beeilen. Nicht, dass ich eure Gesellschaft nicht mehr als schätzen würde. Richtig. Und sollte jemand versuchen, sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen, erlasst ihn nicht. Sofern wir dafür nun die Autorität haben, ja, selbstverständlich. Dafür werden wir ja bezahlt. Hervorragend. Dann Männer mitkommen. Ja, so führt sie euch durch die Lagerräume, wo eine ganze Menge an Fässern und natürlich auch Bauholz liegen. Ein paar Seile, die da wohl auch noch sind. Im Hafenbecken selbst könnt ihr aber auch kein Schiff erkennen. Und wenn sie euch dann ein paar Kisten beiseite schiebt, könnt ihr erkennen, wie dort eine Luke ist, die nach unten führt. Eine Treppe, die an der Wand eingelassen ist und ja, in die Düsternis führt. Also wir waren selbst noch nie dort unten. Wie gesagt, vor ein paar Tagen war jemand hier, der hatte sich das einmal angesehen. Und da war ich aber selber auch nicht Wachhabende, sondern das war eine Kollegin von mir. Ihr könnt da, wie gesagt, runter. Ich glaube, da liegen noch andere alte Lagersachen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist gut, das ist gut. Ich würde gerne einmal Bergbau mit meiner Talentspezialisierung unterirdische Labyrinthe würfeln, um einzuschätzen. Aber bei Bergbau geht es ja auch darum, unterirdische Schächte zu bauen. Genau, ja, das ist aber exakt. Aber mit einer Ableitung. Sagen wir es als Ableitung für Baukunst. Aber es ist die exakte Talentspezialisierung unterirdischer Labyrinthe, die ich habe. Das ist ja kein Labyrinth. Okay, machen wir eine plus 5 pro. Alles klar. Wie schätze ich das Ganze ein? Also die Leiter führt wohl, du kannst es auch sehen, gerade wenn du mit deinen angepassten Augen runterstierst, da ist die Treppe einmal in so ein kleines Untergeschoss, da liegen wenige Sachen, so ein paar Angelruten, teilweise zerbrochen, das ist alles irgendwie Schund, würdest du sagen, also für aussortierte Ware. Aber die Leiter geht noch weiter runter und aufgrund der Luft, die von dort aus kommt, würdest du meinen, dass du tatsächlich dort in so etwas wie einen unterirdischen Bereich kämest, der vielleicht auch Labyrinth eher ähnlich verzweigt ist, ja? Gut, ich denke, wir sind auf dem richtigen Pfad. Riecht ihr die Luft? Mendarion würde jetzt sagen, sie stinkt nach Tod und Verderben, aber für mich ist das Stollen Nummer 3. Glücklicherweise haben wir ihn nicht mitgenommen. Sagt einmal, kann ich mir diese Fackel dort drüben ausborgen? Nun ja, selbstverständlich. Du bist ernsthaft ohne Lampe hier auf Nacht. Aber dann brauche ich bitte noch 2 Kreuzer von euch. Ja, ich drücke 2 Kreuzer in die Hand. Das lasse ich mir nicht von meinem Lohn abziehen, wenn da eine Fackel fehlt. Natürlich und nicht. Ihr lasst die Angelruten da unten in Ruhe. Wir wissen genau, dass die da sind. Inquisitoren Ehrenwort. Also gut, ich zwinkere ihr zu. Sollen wir die Kisten wieder draufschieben oder lassen wir das jetzt so? Lasst es erstmal so. Wir müssen ja gegebenenfalls über den gleichen Weg wieder zurück. Ja, habt ihr recht. Gut. Dann wünschen wir euch viel Erfolg bei eurer inquisitorischen Aufgabe. Ja, das ist sehr nett von euch. Also soll ich zuerst runterklettern und ihr kommt mit dem Licht dann nach? Ja, ich schlage folgendermaßen vor, ihr geht vor, dann kommt unser guter Freund mit der Laterne. Dann hey, warum kommt seid unser ihr denn nass? Ihr holt euch ja noch den Tod. Ihm geht's gut, keine Sorge. Ihr seid verletzt, das muss ich mal jemand angucken. Ja, sollen wir euch eine Decke bringen? Die Aufgaben der Inquisition sind mannigfaltig. Der wird schon wieder. Sollen wir euch erstmal einen Tee kochen? Ich hoffe, der Reeder bezahlt euch sehr gut, so pflichtversessen wie ihr seid. Alles gut. Macht euch keinen Kopf. Ihr müsst auf alle Fälle in ein Spital. Machen wir mal kurz einen Flimflam,
Soll ich? Schlimm. Möchtest du? Lass mich gucken, ob ich überhaupt kann. Sekunde. Flimflam, Furunkel.